Hallo zusammen, hier ist wieder euer Akne97 mit Let's Play No More Heroes, Heroes Paradise. Nach ewig langer Wartezeit geht's weiter. Meine Pause ist vorüber und ich nehme wieder auf. Und wen habe ich bei mir? Die rote Beete. Und die rote Beete. Und die rote Beete. Yes, das ist toll, wir haben bei No More Heroes. Geil, Travis auf dem Klo. Und wir haben einen alten Mann an. Das müssen wir gleich mal ändern. Wir wollen keine alten Männer. Warum nicht? Weil alte Männer auf T-Shirts alt sind. Ach komm schon, sei nicht so. Und wir haben das T-Shirt aus dem Mülleimer. Ach ja, stimmt. Ja, welches T-Shirt haben wir nicht aus dem Mülleimer? Das nicht vorhandene. Ah, oh, geil. Oh, wobei Travis. Wir aber wahrscheinlich Travis aus dem Mülleimer haben. Ja, natürlich. Daher ist es ja etwas egal. Unser Penis ist aus eBay. Ja, und die rote Beete. Und die rote Beete. So, ja, wie ihr wisst, haben wir beim letzten Mal aufgehört, als wir bekloppt durch die Stadt gefahren sind. Und ich habe von einem User, dessen Namen ich natürlich vergessen habe und jetzt nicht nachgeguckt habe, weil ich dumm bin, die Karten für alle Lovikov-Bälle und T-Shirts bekommen. Das heißt, ich werde alle Lovikov-Bälle und T-Shirts während dieses Let's Plays holen, nach und nach. Und ich werde dafür zwei extra Parts machen, indem ich mit euch durch die Stadt fahre und diese Drecksdinger hole. Und da werden wir auch den User erwähnen. Das habe ich jetzt beschlossen. Ich werde dich nerven, bis du stirbst. Ich weiß nicht mehr, was wir machen müssen, können, tun, sollten. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Wahrscheinlich brauchen wir Geld. Also gehen wir jetzt was einkaufen, damit wir kein Geld mehr haben. Noch weniger als jetzt, damit wir Schulden haben, damit wir sterben. Damit wir sterben, weil Frettchen töten. Und Travis hat die Wand gefickt. Sehr schön. Jetzt muss ich erstmal wieder reinfinden, wo wir waren. Entschuldigung. Nur um Stunden handelt. Oh, du schon wieder. Hallo. Hallo. So, Waffe haben wir. Das ja genau, wir haben die neue Waffe gekauft. Und haben 53.000. Wir hatten Geld für die ersten Teile davon. Power-Up und Energiesparer. Ich denke mal, ich nehme Energiesparer. Okay, kaufen. Wunderprächtig. Das heißt, ich vermute einfach mal, wir brauchen Geld, weil wir noch nicht bezahlt haben. Ja, sie winkt uns ab. Wunderbar. Und Travis hat einen Korb bekommen. Und ein Energieschwert. Das ist irgendwie nicht so, als oder? Dass Travis einen Korb kriegt. Juhu! Juhu! Sternchen. Sternchen. Wir lieben Sternchen. Wir wollen Sternchen essen. Wir sind sexy Sternchen. Ich hab mein Motorrad geparkt da. Okay. So. War das da wirklich die Sprungtaste? Nee, ist Bremsen. Das da war Springen. Ja. Okay. Das war sehr klug, Travis. Auf jeden Fall. Wunderbar. Wunderbar. Wie war das denn? Nochmal. Das war schon mal super verkehrt. War's das? Es war das. Sehr schön. Okay, da haben wir die Karte mal wieder. Oh, lala, Frau. Und mir fällt etwas aus. Mir fällt etwas aus. Was fällt denn aus heute? Fällt aus, dass, wir nicht unbedingt aufnehmen sollten, wenn du gerade was am Abloben bist. Das ist aber toll. Ja, weil ich höre dich teilweise sehr abgehackt und sehe das Bild auch teilweise sehr abgehackt. Aber es ist noch Let's Playbar. Noch okay, kommentierbar. Das freut mich. Ja. Ja, also ich sollte vielleicht mal Upload abschließen, aber nach dem Part müsste er eh abgeschlossen sein. Ich hoffe für dich, ansonsten kommt das Frettchen nachts zu dir und fickt dich von mir. Juhu! Frettchen! Da freust du dich auf Frettchen. Ja, natürlich. Hund, Frettchen, Travis, hi Travis. Hallo Travis, willkommen. Liste, Rang. Blume. So, haben wir die Mission schon gemacht? Ich glaube ja. Das war das mit Zille. Und dann, wie bitte? Das heißt Pizza-Arsch. Das ist mir noch nie aufgefallen. Sehr schön. Ich mache einfach nochmal Mission 2 mit euch. Wir haben's ja. Wir haben die Zeit. Wir haben den Tag. Yay. Wir haben die Nacht. Und wir haben das Lutschi. Wir haben Sternchen. Sternchen, Sternchen und Frettchen. Und Sternchen und Frettchen und Frettchen und Sternchen. Hallo. Hallo. Send los! Okay. Yay! Dann würde ich sagen, wir erledigen mal schnell den Job. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir da sind. Machen wir es einfach so. Drum sage ich mal, bis gleich. Mülltonne treten! Ja. Mülltonne Action. Juhu! Juhu! Lovikov-Ball! Nee, super unsynchron mitsingen.
Ich möchte ganz kurz mal gucken. Lovikov, 8 von 49. Sind ja gar nicht so viele. 2 Millisekunden später sind wir schon angekommen. Mhm. In der Mission, während ein Nigger gegen uns rennt. Ich glaube, der will dich essen. Wahrscheinlich. Der hätte ich für einen Hamburger. Oh, das sind so 2-3 Typen. Ach jo, komm. Die macht Scheiß mit dem kleinen Finger. Das ist unser neues Schwertchen, wenn ich mich richtig erinnere. Sieht auf jeden Fall nicht so alt aus. Mhm. Okay. Hauen wir mal zu. Ui, ich kann sogar auch kämpfen. Ich weiß doch, wie es geht. Yeah, sehr schön. Wow, wow, wow. Super Air-Stick drehen. Das war jetzt seltsam. Es hat voll lang gedauert. Obwohl ich eigentlich schnell genug gedreht habe. Egal. Hauptsache, wir müssen die Leute hier töten. Wie immer. Stirb! Deine Milz würde es nicht aushalten. Die Macht von Travis. Die Macht von Travis Anti-Milz-Modus. Milz. Ah, verkehrt, fuck. Verkehrte Richtung geht. Bitte eine seitliche. Och, Mann! Seitlich wäre viel cooler gewesen, hätte ich mehr erwischt, glaube ich. Hast aber trotzdem ein paar erwischt. Ah, fuck, ich bin immer so dumm, teilweise dieses Ding zu benutzen. Oh yeah, ich sollte echt mal die... In dem Leute geschnitzelt werden. ...Version hier trainieren. Das ist schrecklich. Stirb. Warum diese Menschen hier? Und warum sterben sie durch Schweres? Warum nicht? Was für ein Sinn steckt dahinter? Because they can, stundenlang darüber sagen. Philosophieren. Diese Sternchen in der Schlangenhalle. Der Dragon, gut, dass da nicht Ziele steht. Zille. Zille. Ah, oh, so ein Penner. Zille. Nur weil ich mich verdrückt hatte. Stirb. Ja. Fall hin. Fall hin. Fall oder stirb. Dann halt so. Penner. Brain. Will jetzt. Jetzt. Ah, ich hab's hingekriegt. Yippie. Juhu. Wir haben es anscheinend geschafft. 14 Kills. Sind 28.000 LB-Dollar, da wir 2 pro Kill bekommen. 15, okay. Ah, 30.000. Passt doch. Goldmedaille! Yeah! Die Gelächter! Du, sie haben eine Trophäe verdient. Du bist ja gar nicht mehr so grün hinter den Ohren, wie ich dachte. Grün! Grün! Grün, grün, alle leuchten grün! Rose. Grün, 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 grün! Da ist eine Mission! Grün! Cool. Dann schauen wir einfach mal, was die Mission hier von uns verlangt. Sollte auf jeden Fall nicht zu schlimm sein. Das ist ja eine dieser wunderschönen geheimen Missionen. Schauen wir mal, was sie verlangt. Ich denke mal, irgendwie überlebe, ohne einen Schlag abzubekommen. Zweikampfmission los. Töte, bis du einen Treffer von Gegnern erhältst. Erledige alle innerhalb des Zeitlimits. Ja. Das ist ja schon erwarten. Das ist... Spieler Park wünsche ich dir. Ja. Guck mich an, ich pfeife aus dem letzten Arschloch. Lass mich raten, es sind Typen mit Pistolen dabei. Das ist das Unfairste, was es hier gibt. Typen mit Pistolen in dem Modus. Ja, das stimmt. Ich will gar nicht wissen, wie viele es sind. Es sind mehr als... Oh Gott. Oh Gott! Oh, oi, oi. Ui. Das hätte ins Auge gehen können. Okay. War's das? Nein. 6 Stück hast du. Ich glaube nicht, dass es das schon war. Wäre ein bisschen wenig. Wäre aber cool gewesen. Wow! Wenn ich nicht in diesem dummen Modus gewesen wäre, dass ich den gerade erschlagen hätte, hätte ich gerade verloren, weil ich mich nicht bewegen konnte. Ui. Wow. Danke, Axt. Ich mag dich. Ich konnte dich gerade so blocken anscheinend. Da hinten. So, alle Gegner. Oh, der hat natürlich auch einen Katana. Durchgefallen. Ich wurde getroffen. Ui. Von der Seite. Ja. Von der Seite? Nö, ich wiederhole die nicht. Die Missionen sind mir ehrlich gesagt viel zu dumm. Kriegst du jetzt kein Geld für die, die du schon mal gekillt hast? Gar nichts. Das ist ja doof. Ich müsste die Mission abschließen und bekomme dann eine Missionsabschlussgebühr. Das ist ja dumm. Und davon muss ich die Hälfte an die GEMA abtreten. Schwul. Ich will nochmal gucken, ob die Mülleimer hier. Nee, die sind leider zu. Die haben wir schon genommen, oder? Ja, ich wollte gerade gucken, ob die vielleicht wieder auf sind. So, ne. Super rangieren? Ja! Super! So, ne? Ich kann die Wand entlang sliden. Wusstest du das nicht? Das ist natürlich sehr logisch. Die sind super pro. Hier ist eine Mülltonne.
Mülltonne! Mülltonne! Ich glaube, mein Hund kotzt gleich. Mülltonne! 2000 Abby-Dollar. Diesen war ich. Schon wieder. Mal wieder. Auto. Mhm. Ich will mal gucken, hatten wir hier einen Job als letztes? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war der letzte Job, den wir gemacht haben. Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall hier gerade Geldfarmen, wie ihr seht. Geld. Kennst du den noch? Du seid Klassik! Ich habe das Geheimnis der ersten Klasse noch nicht gemeistert. Schlecht! Der Gott der ersten Klasse gibt dem hart arbeitenden Mann ein Lächeln. Was haben wir denn? Ah, wir haben sogar zwei Newe. Die haben wir noch gar nicht gemacht. Vor allem Rasenmähen, da machen wir die einfach mal. Yay. Du darfst vorlesen. Rasenmähen, suche nach Rasenmähern. Mähe das Gras innerhalb des Zeitlimits in dem vorhergesehenen Gebiet. Klapp, dann machen wir jetzt die zwei Jobs noch in dem Part. Und dann widmen wir uns im nächsten Part, weil ich zwischen den Parts gleich Geld farmen werde. Dem nächsten Ranglistenkampf. Ich habe keine Ahnung mehr, was das sein wird, aber doch, ich weiß es und es gefällt mir gar nicht. Aber gut. Echt? Weiß Gott nicht. Ja, müsste der Kampf um Platz 8 sein. Ja, ja, das weiß ich, dass Platz 8 ist, aber ich weiß nicht mehr, wer Platz 8 war. Erinner dich an mein erstes No More Heroes LP, das normale, wo du dabei warst. Mhm. Und überlege, wer war da der erste Gegner im Spiel, der mir richtig, richtig Probleme bereitet hat. Für die anderen ist es natürlich jetzt auch schon klar, was im nächsten Mal kommt. So richtig. Auf einmal habe ich gedriftet. Du bist dann gegen eine Laterne geknallt. Ich nehme den Typen mit. Dann hat mein Hund dich gegessen, nachdem es Zettchen ausgekotzt hat. Achso, okay. Das ergibt Sinn. Ich weiß. Das Zettchen sieht gut aus. Ich finde es sexuell erregend. Gehst du mir gerade mit einem Zettchen fremd? Nein. Ich hoffe es für dich. Es gibt Träume in den unausgesprochenen Wegen von Santa Destroy. Ein grüner Rasen erwartet dich in deiner Zukunft. Du bist Deutschland. Du oh Gott. Ein labyrinthähnliches Anwesen mit großen Pool und smaragdgrünen Rasen. Warum labyrinthähnliches Anwesen? Was ergibt das für einen Sinn? Warum sollte mein Haus nicht Labyrinth sein? Da verlaufe ich doch mal wieder. So wie der Gott des Handwerks am Ende eines langen Arbeitstags erwartet war. So lächelt auch der Gott des Rasens auf alle Hasab, die mähen. Schneide, schneide, schneide und mähe. Scheide, und scheide. Typ rennt ihn über den Haufen. So, Rasen mähen los. Mähe das wildgewachsene Gras. R2 vorwärts, L2 rückwärts. Bewege den Rasenmäher mit den linken nach rechts. Drücke die X-Taste zum Umdrehen. Okay. Auf jeden Fall sieht das Gras hier deutlich schöner aus als bei Teil 1. Ja, das stimmt. Das ist angenehmer als der Schrott, den wir damals überall Rasen muss weghauen. Krass. Vor meinem Gesicht. Kaputt machen. Ja. Hallo. Und es ist weniger. Kann das? Ja, ich glaube schon. Wir haben auf jeden Fall 2 Minuten wieder. Oder hatten wir damals 3 Minuten für mehr Gras? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es irgendwie auch nicht mehr, aber ich kann mich noch an die Mission erinnern. Kann ja vielleicht jemand in die Kommentare schreiben, wie viel Gras wir beim letzten Mal machen mussten. Ja. Beziehungsweise wie viel Zeit wir hatten. Oder es wissen. Richtig. Da kommt wieder der Nuss. Dauernd stehen, das ist voll sinnfrei. Nett, nett, nett. Nerdiges Rasenmähen. Travels hat einen Strebergarten. Moment, hat er nicht gesagt, labyrinthähnliches Anwesen, smaragdgrüner Rasen und ein Pool? Ja. Irgendwie kann ich das ja alles nicht sehen. Wieso? Da vorne ist der Pool. Da drüben. Ach so, ja, das Meer ist der Pool. Natürlich. Ja, das ergibt Sinn. Wie konntest du nur? Ja, Entschuldigung. Ich könnte mich eigentlich mal voll drehen, aber warum mache ich das nie? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Die auch frage. Hua! Morgen in 91? Zur Hölle? Das war drehen. Oh, okay. Nein, morgen 91 ist das Gras, das ich gemäht habe. Vielleicht schaffe ich mal alles. Morgen 91? Ja, es werden immer mehr. Aber warum morgen? Es heißt vielleicht morgen das Gras, man weiß es nicht. Heißt das Gras morgen? Was gibt's? Ja, weil es nicht gestern heißt. Ich schaff das sogar. Ich schaff das. Ja. Yay! Ja. Geil! Wir haben es geschafft. Sehr schön, wie viel bekommen wir denn? Mit der Macht von Grayskull! Yay, 100 für einen. Nein, 100 morgen. 30.000.
Warum nicht 100 Gold? Gold. Wunderschön. Hey, du Drittklassiger, ich habe einen neuen Job für dich. Arbeit. Vielleicht etwas dubios. Ich habe meinen Mitarbeiter ein Vorstellungsticket geschickt. Super geschickt, Modus, geil. Der Weg, ein Erstklassiger zu werden, ist schwer. Beweg deinen Arsch, dein Geil. Juhu. Arsch. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir gleich hier aus dem Ladescreen sind, mache ich einen kurzen Schnitt. Aber nur wegen hol den nächsten Job. Ja, brandneue, bla. Hol den nächsten Job und wir sehen uns dann direkt gleich beim nächsten Job vorm Eingang. Bis gleich. Lovikov, Ball! Yes. Ball, Ball, grün, gelb, leuchten, Ball, leuchten. Lovikov, Ball! Farbenblindmodus, gelb, grün, blau, kastiertes, leuchten! Mülleimer, Ball! Das hat's total gebracht, so zu schneiden. Ein T-Shirt, was haben wir denn an? Was ist denn das? Was ist denn das? Achso, ein Transformer-Modus-Roboter. Oh, sehr schön! Lovikov, Ball! Leucht-Action! Drittklassik! Ich habe das Geheimnis der ersten Klasse noch nicht gemeistert. Schlecht! Der Gott der ersten Klasse gibt den hart arbeitenden Mann ein Lächeln. So, Arbeit Nummer 3. Signale. Schwinge die Flagge, um den Schiffen Signale zuzuschicken. Nein, das werde ich nicht tun, denn ich möchte, dass ganz viele Leute sterben, indem die Schiffe kentern. Ich möchte mal anmerken, dass ein neuer Job, den gab es im ersten Teil nicht. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Dann sehen wir uns gleich beim Schiffe versenken. Go. Die Segel von Zeta Destroy. Go, 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 go. Warum liest du nicht? Go. Die Segel von Zeta Destroy schützen die Meere. Wir haben nichts mit Piraten am Hut, aber es ist unser Job, so oft wie möglich die Initiative zu ergreifen. Go, 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 ist ein ausgewachsener Profi. Sehr schön. Arbeit ist das, was du tust, wenn man es dir sagt, dass Job, dein viel mehr Job, viel mehr Job. Dein Job ist etwas, das du selbstständig entdeckst und weiterentwickelst. Hallo? Hast du das jetzt kapiert? Das ist dein Job! Also bau keinen Mist, verdammtes Arschloch. Mach dich dafür bereit, mit Gott zu sprechen. Streng dich an, arbeite wie ein Mann! Ja, Supermännlichkeit! Supermännlichkeitsmodus! Okay. Männlich, männlich. Signale beginnt. Mache Flaggensignale für die Boote auf See. Pass auf, dass du nicht von den Raketen getroffen wirst! Was zur Hölle? Raketen? Hä? Hä? Okay. Okay. Ah, okay. Ich muss das machen, was da steht. Okay. Juhu! Yay! Schwuler Cheerleader! Geil! Und das ist super männlich! Rakete, 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 ouch! Ich konnte irgendwie nicht ausweichen. Ich hau einfach irgendwo hin und her mit beiden Sticks. Neun Signale? 10? 11? 12? 13? 14? Nein! Kitter, Kitter, Kitter! Okay. Ich darf wahrscheinlich keins mehr machen, oder? Doch! Juhu! 15! Haben wir wenigstens 15.000 verdient. Das ist irgendwie ein seltsamer Job. Irgendwie schon, vor allem. Ah, gut. Besser als gar nichts! Bronze! Gott, waren wir schlecht! Das machen wir irgendwann nochmal und dann mache ich da Gold mit 300 Signalen. Mindestens. Richtig. Und ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, nach fast 20 Minuten diesen Part zu beenden. Ich bin Arkner917. Und ich bin Lost Destroyer auf Rote Beete gegangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen schönen Rote Beete wünsche ich euch. Tschüss.